Konnichiwa, meine Keks-Family. Heute gibt es ein kleines Manga-Review über diese drei Mangas. Als erstes kommt mein aktuelles Intro, das hoffentlich nicht gebannt wird. Beginnen wir und ich hoffe sehr, dass das Intro nicht gebannt wird, weil das wäre voll schade. Aber wahrscheinlich wird es gebannt. Zuerst fangen wir mit dem an, das ich schon am längsten habe. Und zwar geliebte Mangaka von Naoko Kodama. Hier geht es um eine junge Frau, die durch einen Manga selbstbewusst geworden ist. Und nun Redakteurin in einem Magazin, nein, bei einem Verlag ist. Ich verwechsel das beides immer. Und sie hat nun die einmalige Chance, mit der Zeichnerin des Mangas, die ihr Leben so verändert hat, zusammenzuarbeiten. Und ja, sie ist dann etwas enttäuscht, weil die Mangaka nicht so ist wie der Hauptcharakter des Mangas. Sind wir ehrlich, wenn wir uns selbst auf einen Manga übertragen würden, wäre die Story teilweise sowieso nicht so interessant. Ich finde diese Story hier total cute und ja, Achtung, es ist ein bisschen Girl angedeutet. Ein bisschen sehr angedeutet, aber nicht so, dass es wirklich deutliche Szenen hat. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich mit deutlichen Szenen meine. Mir persönlich hat der Manga extrem gut gefallen. Auch der Zeichnungsstil ist absolut meins. Hier steht sogar vergedruckt noch so, einfach nur eine Mangaka und ihre Redakteurin sind wir wohl nicht. Denn man erkennt ja schon am Cover, dass da mehr läuft. Dann, da klebt noch der Preis. Ich habe es schon über einen Monat, aber der Preis klebt noch dran. Peinlich. Grave von Hidendri Yamaichi von Egmont. Erstes Band, also es gibt noch eine Fortsetzung. Hier geht es um einen Mann, der mit dem Sarg seiner Frau umherläuft. Also seine Frau liegt tot im Sarg. Denn er will seine Frau wieder zum Leben erwecken. Und ja, ich kann euch den Text mal vorlesen. Reisman Slayer, Abenteurer, Vagabond und Spinner, will nur eines, seine verstorbene Frau wieder zum Leben erwecken. Dafür macht er sich auf die beschwerliche Suche nach den seltenen Zutaten des legendären Todesrezept. Ich mag es, wenn man irgendwie so random Zutaten suchen muss, die wirklich fragwürdig sind. Setzt mordende Orks, verlogene Hexen und kaltblütige Schwarzelfen. Auf die Schwarzelfen sind besonders interessant hier. Können ihn nicht aufhalten. Reisman trägt seine Rosalie tapfer in den Sarg von Zutat zu Zutaten, denn seine Liebe geht über den Tod hinaus. Es ist ein ziemlich witziger Manga. Die Zeichnungen sind eigentlich auch recht interessant gestaltet. Anfangs wirkt es noch etwas düsterer, aber sobald Reisman das erste Mal etwas sagt, merkt man schon, dass da hier eigentlich mehr der Humor
im Fokus steht. Und ich bin mir sicher, ihr würdet den auch mögen. Gummernasse, es gab eine kleine Unterbrechung, weil jemand das Schild an meiner Tür gelesen hat. Ich zeige es euch nachher kurz. Es ist ja interessant gestaltet. Kommen wir zu meinem aktuellen, also einen meiner Favoriten, denn mein absoluter Lieblingsmanga ist immer noch Bella's Magic von Oroken. Aber der hier ist auch schon rekordverdächtig. Und zwar Living with Matsunaga von Keiko Iwashita. Ebenfalls Band 1, ich freue mich schon auf Band 2. Eigentlich stehe ich nicht so auf dieses Romance-Zeugs. Also dieses wirklich Teenie-Romance-Zeugs, mit dem alle kleinen Fangirls denken, oh, ich will das auch. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin da eher so der Mord- und Totschlag-Typ. Sorry, ich weiß, das wirkt bei mir seltsam, aber es gibt nichts Besseres als Boys Love und Mord und Totschlag. Also, beste Kombo für mich ist Boys Love Mangas und dann nebenbei noch Death Note und eben Mary Grave. Aber Living with Matsunaga hat mich extrem gefesselt und oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass mich dieses Charakterdesign mal so flashen würde. Und auch diese Zeichnungsart. Ihr wisst ja, dass es verschiedene Arten spezifisch für einzelne Genres gibt, die man dann auch mehr oder weniger einhält. Also gut, wenn ich mal meinen Manga anfange, wird er wahrscheinlich auch eher zuerst so mädchenhaft wirken und dann plötzlich brutal werden. Psst, ich will einen Horror-Manga machen. Aber das sind Zukunftsträume, das ist noch nicht aktuell. Also egal. Ich kann euch nur verraten, dass ich schon Ideen aufschreibe und so kleine Zeichnungen dazu mache. Aber wie gesagt, ist ein Zukunftstraum, in etwa 10 Jahren kommt vielleicht der erste Band raus. Ich kann nicht zeichnen, also doch, ich kann schon zeichnen, es sieht einfach nicht ganz so gut aus. Bei diesem Manga geht es um die 17-jährige Miko, die wegen dem, dass ihre Mutter sich um die Oma, glaube ich, kümmern muss, von zu Hause ausziehen muss und dann, da ihr Onkel, zu dem sie gehen sollte, eigentlich ziemlich oft weg ist während der Arbeit, schlägt er ihr vor, dass sie in die Wege, die er hat, zieht. Also im Haus, in dem eine Baby ist. Und dort trifft sie auf ganz viele andere Leute. Und unter anderem auf diesen Matsunaga, der Cover Designer für Bücher ist. Ich finde das irgendwie witzig. Auf jeden Fall ist sie ein bisschen mit der Zeit bekommt sie einen Crush auf ihn und ja, es hat so eine typische Mädchenstory, aber eine wirklich schöne Mädchenstory und die Charaktere sind auch etwas mehr ausgebaut, als man es sonst kennt, also nicht nur mir geht es jetzt scheiße, also heule ich, mir geht es jetzt gut, also lächerlich, sondern halt auch mit, dass sie sich Gedanken machen. Und mir fehlt das in solchen Mangas meistens, dass die Charaktere ernsthaft Gedanken haben.
Also außer, oh mein Gott, sieht der heiß aus. Ich kritisiere hier alles und jeden. Dabei bin ich eigentlich friedlich. Ach, habe ich euch schon gezeigt. Ich arbeite an meinem Ringkopf. Und nein, das T-Shirt gehört eigentlich noch nicht dazu. Das ist von einem normalen Outfit von mir und eigentlich habe ich es verkehrt an, denn das ist mein Katzen-T-Shirt. Und ja, so sollte es auch nicht aussehen. Ich arbeite aktuell immer, wenn ich bei meinem Mann zu Hause bin, an meinem Cosplay. Und ich werde dann, sobald ich das Schnellmuster habe, auch an dem Cosplay von Yin arbeiten. Und ja, was gibt es da noch zu sagen? Es wird hoffentlich bald fertig, das Ren-Cosplay. Damit ich an Hero Fest und an Yakino Matsuri damit kann. Und ja, ich will unbedingt dieses Jahr an Hero Fest und an Yakino Matsuri. Und nächstes Jahr wieder an die Faber. Ich bin jetzt schon aufgeregt, obwohl es noch ziemlich lange geht. Einfach nur, weil ich mich schon so auf die anderen Leute freue. Und ich vielleicht nächstes Jahr dann die Farbe sogar schaffe. Mit einigen anderen Leuten eine Team Yondaim-Gruppe zu gründen. Mein Cousin würde Minato cosplayen, seine Freundin Kushina. Und ja, meine zwei Brüder, Tegrei und King Bato, sind dann wieder die Armen, die Kakashi und Obito cosplayen müssen. Und wir wissen alle, King Bato cosplayt ja sehr gerne für mich Tobi, Obito. Wenn ich Deidara cosplay, macht er Tobi. Wenn ich ihren Cosplay, kann er ja gleich Obito im normalen Kind machen. Und irgendwann zwinge ich ihn dazu, Obito erwachsen ohne Maske zu machen. Ich bin eine böse große Schwester. Denn ich hatte die Diskussion mit Tegrei. Er war sich nicht sicher, ob er wirklich Kakashi machen soll. Dann haben wir ihm erklärt, entweder Kakashi oder Obito. Und er mag Obito nicht so. Er mag meinen Fußball so nicht. Ich habe mir übrigens vorhin die Haare selbst geschnitten. Also nicht wundern. Es sieht etwas speziell aus. Ich mag es, wenn sie etwas kürzer sind, weil es ist Sommer, es ist heiß. Leute, übrigens, wenn ihr Mangas habt und nicht wisst, was ihr damit machen sollt, Sommer kann man so machen. Was weiß heute? Ich sollte die Mangas noch bemerken. Wenn wir jetzt mal sagen, auf jeden Fall kriegen alle einen Daumen nach oben, denn ich hoffe nichts, das mir nicht gefällt. Doch selten. Einmal habe ich ein Manga gekauft, Love Hotel, das war nicht so meins. Love Hotel Princess. Ist halt ein bisschen so edgy und ja, ist nicht ganz meins. Muss ich ehrlich gestehen. Aber meistens gefallen mir alle Mangas. Ich bin so ein Mischfangirl. Ich mag alles. Außer, es ist sehr seltsam. Dann bin ich manchmal auch etwas skeptisch und so. Was ist das? Aber ich mag alle. Aber ich muss ehrlich sagen, mein Favorit, dann der und der. Der ist ja auch schon älter. Ich werde morgen wird schwer. Nächste Woche Donnerstag wahrscheinlich nochmal schauen in ein paar Shops, ob es noch ein paar gute Mangas hat. Und dann kaufe ich mir gleich neue. Ich denke nicht, dass die Fortsetzungen von denen und von. Was waren die anderen noch?
ja hier. Leute, wenn man die neue Karte mitnimmt und vergisst, dass man sie hier hat. Ocean of Secrets und Akashic Records of the Bastard Magic Industry. Ich bin mir nicht sicher, ob da die nächsten Teile schon raus sind. Ich glaube, es dauert noch etwas. Ich werde nächsten Donnerstag schauen. Dann mache ich euch ein Video drüber. Morgen gehe ich Papier kaufen. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ich mal eigentlich durch ein Video zeigen soll, wie ich zeichne. Oder ob ihr weiter einfach euch überraschen lässt auf Instagram, was ich kreiere oder versuche zu kreieren. Ansonsten, wir gehen kurz noch wahrscheinlich in den Merch Store, weil eine Kollegin von der Arbeit nach Harry Potter Merch sucht. Ich habe sie etwas neidisch gemacht mit meinem Merch. Ihr kennt das sicher alle. Ihr habt etwas und die anderen haben es nicht, oder die anderen haben es und ihr habt es nicht. So geht es uns auf der Arbeit. So, weil das Video jetzt schon viel zu lange geht, weil ich wieder unnötig laber, zeige ich euch jetzt noch kurz, was an meiner Tür hängt und dann verabschiede ich mich von euch. Mein Schild, hier wohnt René. Ich bin Obitos Ehefrau. Warum habe ich Piatsch geschrieben? Well, das Schild ist so alt. Aber ja, Obito ist immer noch mein Husband. Kyutedra Cosplay Itadei Renes Kawaii. Komm rein und du stirbst. Dieses Komm rein und du stirbst. Ich frage mich gerade echt, warum ich das geschrieben habe. Ich bin doch gar nicht so brutal. Meistens nicht. Ich würde mal sagen, dann beenden wir dieses Video hier. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, schreibt in die Kommentare, was ich besser machen soll. Und ja. Ich gönne mir jetzt mein Rose Lemonade fertig. Bye.